Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, welche Schnur, verdammt, 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 verdammt. Jetzt kann alles den Bach runtergehen, das ganze, der ganze Walkthrough. Ich nehme die rote. Oh mein Gott, ich kann nicht hinsehen. Boom! Ich habe die Bombe entschärft. Gerettet. Lili spricht aus deiner Tasche. Es tut mir leid, Will. Ich konnte nichts machen. Ja, so wie immer, ne? Meine Knie zitterten wie Essenlaub, aber ich war wie versteinert. Eigentlich bin ich nicht feige, doch wenn es brenzlig wird, ja, ziehst du dein nicht vorhandenes Geschlechtsteil ein, ne? Oh Mann, diese Frauen. Diese Frauen in diesem Spiel. Wer hat denen bloß ihren Charakter gegeben? So, den lassen wir gefesselt da. Ach, natürlich. Will, geht es dir gut? Nö, ach. Hab ja auch nichts gemacht, ne? Hier bin ich. Ja. Alle freuen sich in Astab. Tut mir leid, dass ihr euch Sorgen machtet. Will hat mich beschützt. Ja, und du stehst gerade in mir drin. Ist jetzt unwichtig, ja, natürlich. Lass uns überlegen, wie wir von hier wegkommen. Ja, das hättet ihr euch überlegen sollen, bevor ihr hingekommen seid. Ja. Das arme Volk. Die eine Hälfte ertrank, die andere floh durch den Unterwassertunnel. Und genau das werden wir jetzt tun. Prima Idee, lass uns von hier verschwinden. Ja, ich bitte immer noch, meine etwas komische Sprechweise zu entschuldigen, denn meine Zunge, die ich mir vor kurzem kaputt gebissen habe, hat sich immer noch nicht wieder ganz erholt. So, 5 Tage sind vergangen, doch scheint kein Ende zu nehmen. Ich glaube, er führt ins Nichts. Lasst uns für heute Schluss machen. Wir haben doch gerade erst angefangen. Ich bin geschafft und ich werde lange und gut schlafen. Das ist doch verrückt, so weit zu laufen. Genug, ihr beiden. Ihr habt euch schon beklagt, bevor wir überhaupt losmarschiert sind. Ja, vielleicht warst du, dass du dir ihre eigenen Stimmen gehört hast. Lance hat recht, Kari, jeder von uns ist am Ende. Lass uns etwas essen, ich bin am Verhungern. Aber das war mal das Wort der Vernunft. Menschen sind seltsam. Je länger wir durch diesen Tunnel marschieren, desto eher vergessen wir, warum wir hier sind. Vielleicht ging es den damaligen Leuten genauso. Das macht sie ja richtig Sorgen. Ich habe Hunger, ich will ein saftiges Steak. Hä? Vorhin wollte sie keinen, aber gut, vor einiger Zeit wollte sie keinen Fisch essen. Aber jetzt auf einmal will sie ein dickes Steak. Ne? Nie könnte ich einem Lebewesen selbiges rauben, nein. Oh Mann, ey. Diese Pilze sind unsere einzige Nahrung. Sie wachsen überall im Tunnel. Gestern gebackene Pilze. Vorgestern gekochte Pilze. Davor roh. Igittigit. Ja, das ist eine ausgewogene Ernährung, ne? Das Frühstück der Champions. Und nein, Will hat schon wieder Pilze gefunden. Das ist immer noch besser als zu verhungern. Lass uns essen. Ein weiterer Tag wie dieser nahm sein Ende. Achter Tag in dem Tunnel. Schlaflos starte ich auf einen unterirdischen Fluss. Kannst du nicht schlafen? Nein. Doch, doch. Ich versuchte Schafe zu zählen, es kommt nur keins. Du hast dich auf dieser Reise ganz schön verändert. Ja, deine Witze sind noch schlechter geworden und die von Kara gleich dazu. Ich verstehe das selbst alles nicht, aber... Ey, aber...
Eine seltsame Kraft wohnt in mir und mein Körper kann sich in den eines Kriegers verwandeln. Das alles hat mit der Reise meines Vaters zum babylonischen Turm seinen Ursprung genommen. Ich stehe erst am Anfang, diese Macht zu begreifen. Oh ja. Entweder ist die Macht wirklich in dir oder du bist in der Pubertät, Junge. Zwei Wochen sind wir nun in diesem Tunnel und es ist kein Ende in Sicht. Als ich letzte Nacht schlief, hörte ich seltsame Geräusche über mir. Ja, vielleicht hat dir jemand ins Gesicht gefurzt. Nein. Was war das? Irgendetwas Lebendiges ist hier drin. Ja, deine Fantasie. Ah, wieder Filmzitate raten. Ein Erdbeben! Vielleicht ist es Riverson. Oh Gott, nicht schon wieder. Ja, und wohin? Mal ruhig, dieser pochende Klang. Oh, jetzt kommt MacGyver. Er kann zwar nicht basteln, aber er erkennt aus jedem Scheiß irgendeine dämliche Sprache oder sowas. Morsezeichen. Die Länge des Klangs bestimmt den Buchstaben. Mal schauen, ob ich das verstehen kann. Hier ist Seth. Wow, er lebt! Riverson hat mich verschluckt. Oh nein, der Geist von Seth beherrscht das Morse-Alphabet. Als ich zu mir kam, hatte sich mein Körper in Riverson verwandelt. Das ist übel. Das ist richtig übel. Ich bin mir nicht sicher, ob er menschlich ist. Ja. Wenn er ein Meeresungeheuer ist, kann er eigentlich ungefähr genauso menschlich sein wie Kara, oder? Ich wollte die Reise mit euch fortsetzen. Ja, wieso nicht, du? Wir alle hätten noch auf dem Riverson reiten können, ne? Und dann hätte er uns viel schneller über das Meer bringen können. Also ist auf jeden Fall nicht nur ist er in dieser Gestalt menschlicher als Kara, sondern auch noch nützlicher. Feine Sache auf jeden Fall, wenn noch ein paar Leute zur Schule gehen. Aber Seth ist nicht mehr menschlich. Nein, er zieht keine voreiligen Schlüsse, genau. Nur Menschen denken, ihre Lebensform wäre die einzig richtige. Lass den Kopf nicht hängen, auf geht's. Yeah! Der Chefmotivator vom Dienst. Boah, wo sind wir gegangen? Endlich geschafft noch. Wir sind nach fast einem Monat aus dem Tunnel raus. Seht doch ein Schild. Was? Engelstadt? Reisende besucht uns unter der Erde. An so einem Ort soll ein Engel leben? Man sagt, Engel schätzen nicht gerne menschlichen Besucher. Woher wissen die das denn? Lasst uns aufbrechen, Will. Oh nein, ich spüre schon wieder einen von Karas Anfällen. Ich erforsche diesen Ort ganz alleine. Versucht nicht mir zu folgen. Oh Gott. Ja, was hat sie nun vor? Entweder sie fängt an zu flennen. Oder sie bringt sich in Schwierigkeiten. Oder beides passiert zur gleichen Zeit, was sehr, sehr nahe liegt. Aber erstmal Pause bis zum nächsten Mal.